Jeder von uns kann die Welt verändern. Wie? Indem wir tun, was Jesus uns auftragen hat, liebe deinen Nächsten. Aber nicht den metaphorischen Nächsten, sondern nächsten Nachbarn direkt nebenan. Sei bei unserer monatlichen Herausforderung dabei. Hallo Freunde, ich hoffe, euch geht's super gut. Die Herausforderung für den Monat in Liebe deinen Nachbarn oder Nächsten ist: Finde eine gemeinnützige Organisation in deinem Wohngebiet oder in deiner Gegend, die wohl Helfer braucht, und dann geh zusammen mit deinen Nachbarn hin. Viele gemeinnützige Organisationen sind sehr auf Helfer angewiesen. Und die Organisationen gibt es in so viele verschiedene Wege. Zum Beispiel Tafel ist einer davon, dann gibt es welche, wo irgendwie nach der Gärte guckt, und dann gibt es welche, wo, also hier in San Francisco zum Beispiel, gibt es welche für Kinder, für Jugendliche, wo man da helfen kann. Oder ja, es gibt ganz viele verschiedene. Es gibt welche, wo Essen ausgeben, also so täglich Essen ausgeben an ärmere Menschen. Also es gibt ganz viele Organisationen. Aber keine von denen hat jemals gesagt, naja, wir brauchen keine Helfer, weil jeder braucht die. Es ist ganz wichtig. Ich erinnere mich an YWAM zum Beispiel. Wir haben eine große Food Pantry. Das heißt, wir geben jede Woche Essen aus an ein paar hundert Familien. Und das muss in Tüten verpackt werden oder in Kisten verpackt werden. Oder die Leute nehmen es selber mit. Aber jede Woche braucht man da jede Menge Helfer. Das heißt, die Mitarbeiter sind nicht genug. Und wisst ihr, was passiert ist? Viele Kirchen aus der Stadt fanden es super und haben angefangen, Helfer zu schicken. Und wie wär's, wenn du das mit deinen Nachbarn machst? Also, wie geht's los? Find heraus, was für gemeinnützige Organisationen oder Institutionen in deiner Wohngegend sind, wo man helfen kann und wo sie Helfer brauchen. Dann find raus, wann die Leute brauchen. Also Uhrzeiten und wie viel Zeit sie sagen, du solltest dort sein dann. Dass sie sagen, okay, gut, du musst mindestens 2 Stunden kommen pro Woche oder was auch immer. Oder kannst du ja bloß einmal kommen. Und dann, wenn du es rausgefunden hast, dann unterhalte ich mit deinem Nachbarn und frage, hey, wollt ihr zusammen mit mir am Samstag morgen zum Beispiel oder am Donnerstagabend, was auch immer ihr euch einigt, dort aushelfen in der Nachbarschaftsorganisation und damit ein Säge sei für unsere Wohngegend? Garantiert findest du einige Nachbarn. Und wisst ihr, was das Geniale ist? Du baust so eine tiefer gehende Beziehung auf, wenn du zusammen schaffst. Ich habe das gemerkt, wir haben mit Jugendlichen bei einer Verpackung, also die haben wie einen Tafelladen, haben wir Essen verpackt für Menschen, und das ist in Kisten verpackt worden, dass jeder so eine Kiste gekriegt hat. Und die Jugendlichen, die ich da mit hingenommen habe von den Jugendgruppen, der, wo neben mir gestanden ist, den habe ich so viel besser kennengelernt und so viele gute Gespräche geführt. Also, es ist ein Segen. Also leg los, find die Gruppen in deiner Gegend und dann plan einen Termin mit deinem Nachbar, wo du dort aushelfen kannst. Am besten fang gleich damit an, weil sonst wird es manchmal vergessen. Also, leb den Tipp von dem Monat, und im nächsten Monat gibt es neue Tipp für Liebe deinen Nachbarn. Bis bald. Tschüss.